Also im Vergleich zum Vortrag vom Herrn Dr. Braun, den man gerade gehört hat, was kann man sich jetzt einstellen bei Ihrem Vortrag? Also in dem Vortrag, den ich nachher halte, geht es vor allem darum, wie kann ich Jugendliche begleiten und unterstützen, sich in einer Welt von Information, Desinformation, einseitiger Darstellung, Fake News zu orientieren. Und es ist ja oft auch zu sehen in den Workshops, die wir machen mit Jugendlichen, dass sich manche ausgegrenzt fühlen aufgrund verschiedener gesellschaftlicher Entwicklungen, die es gab. Gerade Corona hat ja auch bei den Maßnahmen Menschen gespalten. Das ist solidarisch, das ist falsch. Und es hat Jugendliche ja auch betroffen. Und manchmal haben Jugendliche, die zu ihrer Überzeugung gestanden haben, gemerkt, sie werden als Außenseiter wahrgenommen. Und das sind Themen, die wir nachher beleuchten. Hat das ja mit, im weitesten Sinne schon ganz nah, aber auch mit seelischer Gesundheit zu tun? Absolut, weil sich ausgegrenzt fühlen oder auch andere ausgrenzen, auch das haben wir ja gemerkt in den letzten Jahren, ist ja ganz schnell passiert. Du verhältst dich nicht so, wie es das Narrativ sagt oder wie es die Mehrheit meint, und das macht was mit den Leuten. Und sobald ich mich isoliert fühle als Individuum, ja, bin ich natürlich auch seelisch belastet und versuche das wieder zu kompensieren durch irgendwelche Schritte, indem ich mich in meiner Gruppe radikalisiere, ja, oder eben natürlich auch durch Zurückzug, Mediensucht, Alkohol und so weiter. Das ist, wir haben jetzt eine Alkoholsucht oder die Sucht durch Cannabiskonsum gehabt. Sie sprechen auch über Süchte, inwiefern? Ich schneide das Thema ein bisschen an, weil es Schnittstellen gibt. Aber ich würde sagen, die psychische Belastung, die Jugendliche erleben, weil sie sich zum Beispiel ausgegrenzt fühlen, ist jetzt keine Suchterkrankung. Ja? Und das ist mir wichtig, dass wir nicht zu früh von Sucht sprechen, weil das ist ja, wie Herr Braun auch gehört hat, das hat zwar Ursprung in der Kindheit und Jugend, aber dauert ja in der Regel mehrere Jahre. Und das ganze Thema mit Ausgrenzung, psychischer Belastung aufgrund von Krisen oder Meinungen, die ich selber entwickle, zu Krisen und auch zu Lösungen, das ist aus unserer Sicht schon nochmal ein eigenes Phänomen. Hängt aber dann doch wieder irgendwie alles zusammen, oder? Oder kann? Ja, ich meine, die Grundlagen, die mich schützen als jungen Menschen, nicht süchtig zu werden, also ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein, ein Selbstwert, ein bescheidenes Ego, sage ich jetzt mal so, das schützt dich natürlich auch, dich, wenn du mal eine eigene Meinung hast, die vielleicht auch der Mehrheit nicht gefällt, du aber dazu stehst, du nicht so schnell dich im Abseits fühlst. Also das kann man, glaube ich, sagen, dass wenn du eine gesunde Entwicklung förderst, bist du gegen Sucht ein Stück weit gefeit, aber auch gegen andere psychische Belastungen, Störungen und Krankheiten. Okay.